Hallo, ihr wunderbaren, wundervollen Menschenkinder und Seelen da draußen. Mein Name ist Susanne Hirsch und ich will euch heute zu meinem Beitrag Das kristalline Feld der Heilung begrüßen. Die Schwingungserhöhung kommt immer dann, wenn wir bereit sind. Dann dürfen wir neue Schwingungserhöhungen erfahren, weil wir es sonst nicht tragen können. Also da kommt auch so viel Liebe von unseren Freunden aus dem Licht zu uns. Und diese Schwingungserhöhung bringt gleichzeitig wieder eine neue Frequenz und eine neue Kodierung. Und das All-Eins-Sein ist immer in uns, um uns und um uns herum. Das heißt, ihr kreiert euch permanent eure Wirklichkeit. Und je authentischer und ehrlicher ihr dabei seid, umso besser und umso mehr durchdringt ihr dieses Feld mit eurer Liebe. Und dann kehrt auch Liebe ultimativ zu euch zurück. Weil es geht jetzt darum, dass die unendliche Liebe zur kristallinen Liebe wird. Also die Liebe ohne Bedingungen unendlich im kosmischen Raum gelebt werden kann. Himmel und Erde dürfen jetzt zusammenkommen. Und das ist die kristalline Liebe. Und jetzt lade ich unsere lichtvollen Freunde ein und wir werden sehen, wer heute zu diesem Thema zu uns sprechen will. Hallo, ihr lieben, wundervollen Hüter dieser Ebene. Ayola ist hier für euch, ultimativ, gemeinsam mit Nada und allen mütterlich-weiblichen kristallinen Frequenzen. Und ich bitte euch, geht diesen Weg, umso schneller können wir alle eins werden und kann ich euch wiederum in der fünften Dimension und wo auch immer ultimativ in meinem großen Schoß empfangen und euch in meine Arme schließen. Gut, Ashtar Sheran spricht zu euch von Herz zu Herz, von Stern zu Stern. Sternenseelen, die ihr seid, gekommen, um das Licht zu empfangen. Achtet auf euch selbst. Seht die Schönheit des Hier und Jetzt und seht vor allen Dingen eure Schönheit. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Maha Kohan wird noch kommen und zu uns sprechen. Lasst euch fallen ins Nichts und gebärt euch in jedem Moment neu. Wunderbare, kristalline Kinder, die ihr seid.